Willkommen zum Studio 47 Wochenupdate. Wir haben die Themen der Stadt in 5 Minuten. Der Frust und die Enttäuschung sitzen tief bei den Mitarbeitern von Galeria Kaufhof an der Düsseldorfer Straße. Nachdem die Schließungspläne des Warenhauskonzerns bekannt wurden, hat sich auch der Betriebsratsvorsitzende zur Situation geäußert. Es sind keine leichten Tage für ihn und seine Kollegen. Auch am zweiten Tag nach der Bekanntgabe der Schließung ist die Stimmung weiterhin bedrückt. Ab Juni wird das Gebäude geräumt, die Mitarbeitenden stehen vor der Arbeitslosigkeit. Das Management schiebt ja alles auf Corona, auf die Energiekrise, auf Ukraine-Krieg. Aber es wurde vorher schon zu wenig für diesen Standort hier in Duisburg gemacht. Wir haben hier einen Doppelstandort mit im Forum den Karstadt und wir hier an der Düsseldorfer Straße. Man hätte da ein Konzept machen müssen, wie beide Filialen in einer Stadt überleben können. Und die Sortimente hätten sich unterscheiden müssen. Wir haben die gleichen Sortimente geführt. Ist klar, die haben drüben im Forum auch eine 1A-Lage. Die sind direkt auf der Königstraße. Wir haben hier nur mehr eine 1B-Lage, sind ein bisschen abseits. Und man hätte da die Sortimente so gestalten sollen, dass beide Filialen überleben können. Es gab auch Vorschläge von unserer Mannschaft. Es wurde aber nichts investiert und dann war es abzusehen, dass sowas nicht funktionieren kann. Für die Mitarbeitenden der Arztrufzentrale NRW war es ein Schock. Von jetzt auf gleich haben sie ihre Arbeit verloren. Innerhalb weniger Minuten wurden sie in der vergangenen Woche auf die Straße gesetzt, mit einer Mahnwache am Hauptbahnhof. Wollten Sie noch einmal auf Ihre Situation aufmerksam machen. Wut, Enttäuschung und Fassungslosigkeit. Auch eine Woche nach dem Rauswurf bei der Arztrufzentrale NRW kämpfen die Mitarbeitenden mit den Emotionen. Also wir hätten niemals gedacht, dass die uns so etwas verkünden. Klar, man war so ein bisschen so unentspannt, weil man halt nicht wusste, was kommt jetzt. Aber dass die da in 7 Minuten ohne auch nur ein freundliches Wort zu sagen, uns mal eben vorm Kopf knallen, dass wir alle gehen können. Also uns wird der Boden unter den Füßen weggerissen. Ich bin alleinerziehende Mutter. Ich habe gedacht, um Gottes Willen, was denn jetzt? Ne? Ja, und dann sind wir alle runter und haben uns dann auf dem Hof erstmal noch alle gesammelt, weil so kann man nicht nach Hause fahren. Wir haben alle total geweint, gezittert und habe ich auch gesagt, wir fahren gegen den nächsten Baum. Wir mussten erstmal da stehen bleiben und uns tatsächlich beruhigen. Mit Millionenbeträgen soll die Lebensqualität in Marxloh und Althamborn erhöht werden. In Bildung, Sicherheit und Infrastruktur soll investiert werden, um die Stadtteile attraktiver zu machen. Und das Ganze gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort. Müll auf dem Boden, kaputte Straßen, viel Verkehr und wenig Grün. Die Probleme in Marxloh sind hinlänglich bekannt. Und auch bei den Bewohnerinnen und Bewohnern steht der Stadtteil nicht unbedingt im besten Licht. Diese Sicht auf Marxloh will das Quartiersmanagement ändern. Im Rahmen des Projektes Stark im Norden werden 50 Millionen Euro in Bildung, Sicherheit und Infrastruktur investiert. Die Lebensqualität von Marxloh und Althamborn soll verbessert werden. Auf dem August-Bebel-Platz geht hierfür das Team des Quartiersmanagements mit den Marxlohern ins Gespräch. Das ist auch unser Wunsch, dass wir da uns bekannt machen und unsere Aufgaben vermitteln können. Wir sind nämlich zuständig für die Vermittlung, also Informationen und Beteiligung in den Teilprojekten, die im Modellvorhaben umgesetzt werden sollen. Marxloh verfügt über einen sehr hohen Anteil migrantischer Einwohner. Deshalb ist es wichtig, in vielen verschiedenen Sprachen zu informieren. Denn das Ziel ist, so viele Menschen wie möglich einzubinden. Zum Schluss ein Blick nach Moers. Hier startet Ende Mai die 52. Ausgabe des Moers Festivals mit seinem Fokus auf Jazz und experimentelle Musik. In dieser Woche wurde das Motto bekannt gegeben, unter dem sich internationale Künstler am Niederrhein versammeln werden. Im großen Synapsenraum zwischen Mut und Demut. Ein Motto, was zum Nachdenken anregt. Und das ist auch erwünscht. Über 200 Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt treten unter diesem Leitsatz beim Moers Festival auf. Vom 26. bis 29. Mai. Auch für den Leiter Tim Isford ist das Festival in Moers einzigartig. Ich glaube, dass keine andere Stadt ein vergleichbares Festival hat. Also Moers, das habe ich selbst in den Jahren, die ich es jetzt leiten durfte, erlebt, ist auf diesem Planeten ziemlich einzigartig. Es ist halt so gewachsen und man kann eigentlich kein zweites Festival finden, was diese Breite an Programmvielfalt, an Genres abbildet. Buntes Programm mit vielen Schwerpunkten. Unter anderem wird auf die Pioniere der Musik zurückgeblickt. Besonders der Komponist Giorgi Ligeti wird hier in Ehren gehalten. Doch natürlich werden auch aktuelle Künstlerinnen und Künstler zelebriert.
Und das war's vom Studio 47 Wochen-Update. Viele weitere News-Themen und Geschichten gibt's unter www.studio47.de und natürlich in unserem TV-Programm. Täglich 24 Stunden aus der Region. Schönes Wochenende. Wir sehen uns.